Hallöchen und willkommen zurück zu Redemption Cemetery, die Uhr des Schicksals. Bonus Live LP. Und ja, in der letzten Folge haben wir uns eine Bombe gebastelt. Unseren Timer vergessen einzustellen. Jetzt ist er aber eingestellt. Haben natürlich die Bombe und eine Kerze am Rucksack und warten nur noch drauf, dass es knallt. Oh Mann. Gut. Ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich könnten wir die verrosteten Scharniere damit ein bisschen lösen. Oh Mann. Wo soll's denn knallen? Ernsthaft? Lol. Die Kugel, die war größer als alles andere, was da unten liegt. Das habe ich genau gesehen. Oh, wir haben eine Kugel. Wer hat das jetzt als Sperr empfunden? Oh, die lassen mich jetzt endlich durch. So, mal gucken, was hier ist. Eins. Zwei. Drei. Wenn ich den vierten finde, raste ich aus. Gucken wir doch gleich mal nach. Oh, hier ist schon wieder der Spiegel. Okay, das ist ja geil. Ja, schon wieder der Spiegel. So, dann gucken wir in dieser Folge mal unsere Geschichten. 17 Stück haben wir, also 3 Stück können wir freischalten. Was für ein wunderschöner Grabstein. Hoffentlich finde ich den Besitzer. Abis Martha. Sophia. Angel Kettensky. Okay. 8.12.1632 bis 4.22. Warte, jetzt ist es umgedreht. Da hinten war es in die Richtung, hier ist es wieder in die Richtung. 22.04.1695, sagen wir so. Okay, Sophia Angel Kettensky. Sophia ging ins Kloster, wie es ihr Vater gewollt hat. Sie wusste, dass sie ihn entehrt hatte, dem sie heimlich geheiratet hat. Und sie bat innigst um Verzeihung. Obwohl ihr Glaube stark war, empfand Sophia das klösterliche Leben anstrengend im Vergleich zu ihrem vorherigen, sorgenfreien Leben als voll Luxus. Ihre Tage waren gefüllt mit Verzweiflung und Reue. Als eine Novizin in das Kloster kam, bemerkte Sophia den gleichen Schwund an Mut, der auch ihre Gedanken und Gebete beeinflusste. Sie entschied sich dazu, den Neuankömmlingen an das Leben im Kloster zu gewöhnen. Indem sie dies tat, fand sie auch ihren inneren Frieden wieder. Nachdem sie ihren Schwur gegeben hatte, wurde Sophia zur Schwester Martha und etablierte ein Protokoll für die Einführung von Neuankömmlingen des Klosters. Sie gründete eine Schule für Herbalisten und wurde altbekannt als Heilerin im ganzen Land. In ihren reifen Jahren nahm Schwester Martha den Platz als Mutteroberin ein und führte neue Generationen von Nonnen in ihr spirituelles Leben. Okay.
auch nicht schlecht. Aber das Grab hier ist aber noch am besten, finde ich. Wo ist denn hier da unten? Was für ein wunderschöner Grabstein. Hoffentlich finde ich den Besitzer. So, Wilhelm Angel Kretensky. 18.05.1622 bis zum 20.09.1659. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Wilhelm Angel Kretensky. Schließlich wurden alle Vorwürfe gegen Wilhelm fallen gelassen und Frieden war wieder eingekehrt in die Angel Kretensky Familie. Doch das Band zwischen Vater und Sohn war für immer zerrüttet durch Augusts verräterische Lügen. Wilhelm verbrachte viel Zeit damit, in ferne Lande zu reisen, wo er sein Geschick als Jäger verbesserte. Als ihn die Nachricht von der Krankheit seines Vaters erreichte, war Wilhelm zu weit entfernt, als dass sie ihren Streit vor des Prinzen Tod hätten schlichten können. Wilhelm kehrte zurück und war voller Reue. Er heiratete Esme de Rouet, eine Adlige, die ihm bald Zwillingssöhne gebar. Um dies zu feiern, orderte Wilhelm ein großes Jagdfest für seine Freunde und ein Lanzenturnier, um die Festwoche abzuschließen. Während des letzten Spiels trat Wilhelm gegen seinen Schwager an und schien siegreich. Als ein lauter Schrei aus den Rängen der Zuschauer kam, verlor Wilhelm den Halt und fiel von seinem Sitz. Ein zackiger Splitter der gebrochenen Lanze seines Gegners wurde in seine Seite gerammt. Stille Herbstwald wurde erschüttert vom Schrei des Schmerzes und von Trauer. Bevor sich Wilhelms Augen für immer schlossen, dachte er, Fremde, die einem das Leben retten, tauchen eben nur einmal im Leben auf. Das ist mal wieder makaber. Alter. Alter Schwede. So, mal gucken. Was haben wir denn... Warum... Das blinkt ja. Letizia Esposito. 15.01.1805 bis zum 15.03.1885. Wir haben immer nur Letizia gelesen, aber Esposito haben wir nicht gelesen. Das ist immer die gleiche Reihenfolge. Erst kommt hier das Leben, was wir retten mussten, und dann kam der Beauftragte. Ach du Schreck! Alter, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ach du Schande, ey. Letizia Esposito, das Leben des Napoleon. Ach du, nee, komplett Englisch. Ach du Schreck, haben sie vergessen zu übersetzen. Das ist ja richtig schade. Das ist ja richtig schade. Och, schade, 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 schade. Da haben sie wirklich vergessen, das zu übersetzen. Och. Wer gut Englisch kann, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. My English is very, very bad. So, wenn wir im Endeffekt noch einen Raum vor uns haben, dann kriegen wir noch 3 Totenschädel und dann ist das Ding voll. Geil. Geil.
Haben wir noch einen? Wir haben noch einen. Öl. Bildsymbol. Doch was. Da ist doch was. Und hier fehlen schon wieder ein paar. Ach, ihr seid doch nicht mehr ganz bei Trost. Biffen wir durch? Die Wachen beschützen die Brücke. Es sollte nicht allzu schwer sein, sie zu bewegen. Fisch? Steht da oben. Zeichen. Ich kann aber hier nichts machen. Öl. Achso. Glasstück. Okay. Wenn ich dir einen Screenshot schick. Einste. Ach. Deswegen blinkt das wahrscheinlich auch, weil das noch nicht richtig fertig war. Mal wieder so eine Sache von wegen hier. Oh, das können wir bestimmt zum Schluss noch machen. Ja gut, dann machen wir danach. Danach. Ich werde da wahrscheinlich sowieso noch eine Folge reinhauen müssen. Ja. Machen wir danach das fertig. Screenshot und allem. Ach du Schreck, was sollen wir denn hier suchen? Ein Herr. Ein Blitz. Ein Löwe. Bist du zusammen oder was geht hier ab? Ein Ring, Yin Yang und eine Lilie. Ring, eine Lilie und eine Ring, Yin Yang. Ein Kranich. Ein Kreuz. Und ein Pokal. Eine Pinzette, eine Katze, ein Ohr. Pinzette, eine Katze und ein Ohr. Wo ich nicht eingeladen worden bin wahrscheinlich, ne? My Lord, it has been done as you requested. They drank it without hesitation. Perfect. The time of the owl draws near. Now we must prepare for the ritual that will allow us to seize Radmir's soul. Under the effect of the potion, he won't be able to disturb us. Let's go. Okay, wie wir gesehen haben, jetzt natürlich im Hintergrund. Schwarze Drachen gewesen. Und wie wir sehen, kommen wir nicht durch. Es läuft. Ach, da war doch noch ein Glasstück. Okay, das sind die da fehlen. Okay. War nicht schlecht. So, dann gucken wir doch mal. Wir haben hier Öl. Buntglas. Nehmen wir doch gleich das Buntglas mit. Läuft. Mhm. Sind wir im Buntglas? Okay. Auch nicht schlecht. So, wie ich jetzt natürlich höre, haben wir die Tür auseinandergenommen und mein Timer sagt mal wieder, es ist Zeit, einen Schnitt zu machen. So, währenddessen werde ich hier unserem guten Übersetzer mal was drüber schicken. Wenn ich nie in der Gruppe bin, aber egal. Und dann werden wir in der nächsten Folge mal herausfinden,
was so Schönes sich hinter dem Text verbirgt. Ich hoffe natürlich, euch hat das Live-LP bis jetzt gefallen und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn mal ein paar YouTuber bei einem Livestream oder Live-LP mit dabei sein würden. Und ja, schaut auch einfach mal in der Videobeschreibung nach, dort sind meine Streaming-Kanäle inklusive Facebook und Co. für weitere Fragen, Ankündigungen, was euch sonst noch so einfällt, verlinkt. Und dann wünsche ich den YouTubern natürlich weiter noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal, euer W und tschüss.